Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Heute ein bisschen verspätet am Sonntag. Ich hatte es euch ja in der letzten Woche schon erzählt, dass wir Samstag eine Reise nach Köln zu meiner Schwester unternehmen. Und eigentlich hatte ich vor, die Bücherwoche schon Freitagabend vorzudrehen, damit ihr sie vielleicht relativ früh am Sonntag sehen könnt. Aber ich war da eben mit einem der Bücher noch nicht fertig. Und da ich wusste, dass ich es auf der Hinreise nach Köln zu Ende lesen werde, habe ich mich dann eben dazu entschieden, jetzt erst Sonntagvormittag das Video zu drehen. Und dementsprechend sitze ich jetzt hier ein bisschen kaputt von der Reise. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich bin nicht ganz fit. Also es nimmt einen tatsächlich mit, wenn man so einen ganzen Tag unterwegs ist. Und gerade so die Autofahrt von uns sind es ja knapp 5 Stunden nach Köln. Und dann bleibt einem ja auch nicht sehr viel Zeit in Köln, wo man unbedingt aber auch was sehen möchte. Und natürlich auch, wenn man schon bei der Schwester ist, auch was von der Schwester haben möchte. Und die ein bisschen lediert ist. Es war sein Krankenbesuch. Es war ein schöner Tag. Also es war auf jeden Fall toll. Die Eindrücke in Köln haben mir gut gefallen. Auch wenn es jetzt, ich habe jetzt ja 3 Großstädte gesehen, neben Frankfurt und Berlin, glaube ich, die unschönste Großstadt bis jetzt war und Berlin nach wie vor auf jeden Fall die Nummer 1 ist. Aber darum soll es heute ja gar nicht gehen, obwohl ich da natürlich noch ein bisschen was zum sonstigen Geplauder auf jeden Fall sehe. Findet wieder in der Infobox, wann welches Buch beginnt. Es sind 4 an der Zahl, wovon aber 1 eine Kurzgeschichte ist. Dementsprechend ist das, denke ich, kein ganzes Buch. Aber ihr findet unten wieder, wann ich mit was beginne. Und gestarten werden wir mit Sommer für immer von PageToon, was ich zusammen mit der lieben Miriam vom Kanal MJ Liest gelesen habe. Ihr findet auch alle Kanäle natürlich in der Infobox. Als nächstes habe ich dann besagtes Kurzgeschichtenbuch von Stephen King gelesen, Autopsieraum 4. Das gibt ja bei Heine diese Aktion Montag ist Kindtag. Und da ist es die Nummer 26 dieser Gruselgeschichten. Und das wurde von mir diese Woche gelesen. Dann habe ich das Buch von meiner Schwester gelesen. Der erste Sonnenstrahl von Cynthia Lindner. Sie hatte mir zum Hardcover auch die E-Book-Datei zur Verfügung gestellt. Und da ich ja, wenn ich parallel lese, gerne auch das Medium wechsle, habe ich das im Grunde als E-Book gelesen. Aber ich habe ja das Buch hier. Deswegen kann ich euch das schöne Buch mit dem sehr schönen Cover natürlich auch zeigen. Und das letzte Buch, was ich dann eben gestern auf der Hinfahrt zu Ende gelesen habe, war Gläsernes Schwert von Victoria Eyfart. Das ist ja der zweite Teil der Die Farbe des Blutes Reihe. Es ist ja dann eine Trilogie. Ich weiß gar nicht, ist der dritte schon im Englischen raus? Wäre auf jeden Fall interessant. Wer es weiß, kann mir das gerne mal schreiben. Und das habe ich dann eben gestern noch beendet. Ja, beginne ich jetzt aber mal mit dem ersten Buch, meine Güte. Ja, lachen wir einfach gemeinsam. Sommer für immer von PageToon ist ganz aktuell am 23. Juni im Fischer Verlag erschienen, kostet als broschierte Ausgabe 14,99 und als E-Book 12,99, hat um die 400 Seiten und wurde mir auch vom Fischer Verlag zur Verfügung gestellt. Ja, es ist nicht mein erster Toon. Ich habe alle Bücher von PageToon gelesen und liebe ihren Stil. Ich mag es, wie sie Frauen in Büchern zeigt, wie sie Sommergeschichten erzählt und dass es eben schon auch Liebes-Freundschaftsgeschichten sind, die aber nie vor Kitsch irgendwie triefen, was ich ja wiederum auch nicht ganz so gerne lese. Und so habe ich mich sehr auf dieses Buch gefreut. Auch Miriam vom Kanal MJ Liest hat sich auf dieses Buch gefreut und so haben wir uns da wieder mal zusammengetan und es gemeinsam gelesen und hatten uns, glaube ich, tatsächlich mehr Leseabschnitte vorgenommen und haben es aber dann ziemlich am Ende, ich glaube, wo wir eigentlich schon zu Ende waren, haben gesagt, ach, heute ziehen wir es gerade durch und das war dann letzten Sonntag und es war auch schön, dass wir das dann eigentlich tatsächlich jetzt so an 3 Tagen, Freitag, Samstag, Sonntag gelesen hatten. Ja, Sommer für immer. Um was geht es in dem Buch? Es geht um Laura, die ist relativ frisch verheiratet, seit ein paar Monaten und mit Matthew verheiratet und erfährt über seine Facebook-Seite, dass ihn eine Frau sucht, mit der er am Vorabend ihrer Hochzeit Sex hatte und daraus eben ein Kind gezeugt wurde, beziehungsweise sie jetzt eben eigentlich noch schwanger war in dem Moment und eben den Vater des Kindes sucht. Und ja, über diesen Schock hinwegzukommen und einfach mal abzuschalten und auch Matthew einfach mal ein bisschen von ihm Luft zu bekommen, entschließt sie sich zusammen mit 2 Freundinnen auf eine Reise nach Florida zu den Keys. Und da wollen sie ein paar Wochen bleiben und haben da wunderbare Stunden am Strand und mit Cocktails. Es fließen sehr viele Cocktails. Und sie treffen dann auf ein paar Tauchlehrer und sie entschließen sich dann eben auch zu tauchen. Und dort trifft Laura auf Leo, der eben hin und wieder bei dieser Tauchschule mit aushilft, weil das, glaube ich, sein Schwager ist oder von der Schwägerin der Bruder irgendwie war. Also es sind sehr
verworrene Familienverhältnisse, deswegen kriege ich die, glaube ich, jetzt nicht mehr zusammen. Und ja, er lebt, die leben im Haus neben dem Hotel und da flüchtet sie eben auch mal vor einer anderen Urlaubsbekanntschaft hinweg, der irgendwie nicht versteht, dass sie eben nicht unbedingt auf ihn steht und ja, deswegen verschwindet sie dann und da lernen die sich einfach ein bisschen besser kennen und sie verliebt sich eben in Leo und will eben auch eigentlich nicht mehr zu Matthew zurückkehren und will auch dem Leben in England so ein bisschen erstmal ihren Rücken kehren. Sie braucht Luft, sie will Abstand und bleibt dann im Grunde erst in den Keys, das dann natürlich bei den zu Hause gebliebenen nicht gerade sehr gut ankommt, wie man sich vorstellen kann. Die Geschichte rund um Laura, gerade Laura selbst, fand ich wirklich gelungen. Ich mochte diese Sommerstimmung in Florida, ich mochte, wie Laura getickt hat, wenn sie auch nicht die typische Charaktere sozusagen von einem Page-Toon-Buch ist, weil sie mir da einfach zu jugendlich ist. Laura ist eigentlich Ende 20 und so verhalten sich eben eigentlich auch die Charaktere in den Page-Toon-Büchern eben ein bisschen erwachsener, ein bisschen reifer, mit weniger hin und her. Ja, Laura ist da so die große Ausnahme. Die verhält sich tatsächlich teilweise 10 Jahre jünger, was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, weil ich das eben in einem Jugendbuch okay finde, aber in einem Buch für Erwachsene hat das eben einfach nichts zu suchen. Und dann, das hat so ein bisschen schon die anfängliche Stimmung ein bisschen kaputt gemacht, dass sie sich eben einfach nicht so recht entscheiden konnte, vergibt sie Matthew oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht. Und spätestens, wie sie sich das dritte Mal fragt, denke ich mir, oh, ja, jetzt haben wir es aber alle begriffen. Die Geschichte an sich war schon irgendwie okay. Ich muss sagen, es war keine herausragende Geschichte, es war auch ein bisschen vorhersehbar und es sind Dinge passiert, wo man einfach denkt, ja, das war ja jetzt klar, dass das so kommt. Das große, große Minus in diesem Buch sind die Charaktere. Die fand ich unter aller Kanone. Also ich mochte weder Matthew, der ihr ständig Vorwürfe macht, der ihr ständig einredet, wie sie flirtet da fremd und sie dann auch noch irgendwie besucht und wie sie erwischt, sie da mit irgendwem und als sie dann eben auch so ein bisschen sich outet, dass sie eben was für Leo empfindet und es eben mit Matthew aus ist, er das auch einfach nicht verstehen möchte und er dann irgendwie von Zeitfenstern der Vergebung spricht und ich denke mir, was willst du eigentlich? Also gerade er hat ja, weiß Gott, bestimmt nicht irgendwas, was er ihr vergeben muss. Und also ich fand ich ganz schlimm, wirklich. Also ich saß da immer kopfschüttelnd davor und dachte, was will der Typ eigentlich? Weiter ging es mit ihren Eltern, über die konnte ich noch mehr kopfschütteln, die komplett auf Matthews Seite waren und sie ständig eigentlich angebettelt haben, sie soll nach Hause kommen und so jemanden wie Matthew findet sie nie wieder und sie soll doch mal überlegen, was sie hat und das mit dem Kind wird schon und das ist ja auch ein ganz süßes Kind, die dann sogar sich noch das Kind von ihrem Schwiegersohn mit einer anderen Frau angeguckt haben und der Meinung waren, das würde schon irgendwie funktionieren. Und ich dachte mir so, hä? Würden das wirklich normale Eltern machen? Also, ich wüsste genau, wie meine Eltern reagieren würden. Meine Eltern würden so nicht reagieren. Und auch Miriam hat gesagt, ihre Eltern würden so nicht reagieren. Also denke ich mir, nein, keine normalen Eltern würden ihrem Kind so in den Rücken fallen. Und ich fand das schlimm. Ich fand auch die Freundinnen schlimm, die teilweise das auch nicht verstanden haben. Und ich habe in dieser Geschichte nicht verstanden, warum sie die Böse ist und nicht Matthew, der ja eigentlich den viel größeren Fehler gemacht hat. Und das hat sich einfach durch die ganze Geschichte gezogen. Und wenn man durch die ganze Geschichte kopfschüttelnd davor sitzt, denkt man sich, was wollen die eigentlich alle? Ich habe es nicht begriffen. Und dann gab es auch noch eine Wendung, so eher gegen Ende, die ich noch weniger nachvollziehen konnte, die so an den Haaren herbeigezogen war, dass ich mir dachte, genau, für ein bisschen Dramatik brauchen wir das jetzt auch noch. Ich fand's furchtbar. Also es ist wirklich das schlechteste Buch, was ich von Pagetoon gelesen habe und seit langem grundsätzlich wahrscheinlich das schlechteste Buch. Wir haben es beendet, keine Frage, weil wir immer darauf gehofft haben, dass noch irgendwas passiert und es halt auch Pagetoon ist. Es war aber wirklich nicht gut. Man kann nicht mehr dazu sagen. Es hat mich tief enttäuscht, weil ich sonst eben ein großer, großer, großer Fan von Pagetoon bin und dieses Buch geht einfach mal gar nicht. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat, worauf sie hin wollte, ob ich es vielleicht einfach nicht begriffen habe. Ich fand es einfach nicht gut. Na, du auch nicht, ne? Nein, so ist es. Also wenn hier jemand schnurren hört, das ist Frau Sunny, die seit gestern, seitdem ich zu Hause bin, sehr anhänglich ist, ne? Was sie den ganzen Tag alleine? Ja, das geht natürlich nicht. Da kann man Katzen allein lassen, ne? Ja, mein Schatz, ne? Bleib mal schön da. So, aber Haare, das ist natürlich hier der Wahnsinn. Das ist so von meinem Bücherregal. Ja, Probleme eines Katzenbesitzers, was ja eigentlich gar keine sind.
Ja, auf jeden Fall leider kein Sommerbuch des Jahres, keine Empfehlung von mir, was mir echt wehtut bei Pagetoon. Es geht einfach nicht. Das Schönste ist tatsächlich noch das Cover, was wirklich rundherum schön gestaltet ist. Aber sonst kann man das Buch wirklich einfach in die Tonne treten. Leider, leider, leider. Also ich hätte es mir auch anders gewünscht. Aber na, das Leben ist kein Wunschkonzert, ne? Ja, nach einem sommerlichen Buch ging es dann weiter mit einem Thriller von Stephen King. Ach, mein Schatz. Und zwar Autopsieraum 4. Und zwar hat Heine ja dieses Jahr ins Leben gerufen, dieses Montag ist King-Tag. Und es werden Kurzgeschichten, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden, von Stephen King eben als E-Book für 99 Cent veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um die Geschichte Nummer 26. Sie ist also in der 26. KW erschienen, solltet ihr sie irgendwie suchen. Und es gibt eben wöchentlich eine neue. Wir haben uns, ein paar Mädels haben wir uns dazu entschlossen, das Buch zu lesen. Nur habe ich dann irgendwie den Startpfiff sozusagen nicht mitgekriegt und war dann relativ spät dran und alle anderen waren schon fertig. Und ich habe es dann, glaube ich, auch so in einem Zug, ich glaube mit 77 Seiten tatsächlich weggelesen. Und meiner Kurzgeschichte kann man natürlich jetzt gar nicht so viel sagen, ohne zu viel verraten. Aber Autopsieraum 4 verrät schon im Groben, um was es geht. Wir befinden uns eben in einem Autopsieraum und erleben die Autopsie durch die Augen des Toten. Und der Tote stellt sich eben die Frage, woher weiß ich denn, ob ich tot bin, wenn ich es noch nie war? Und wir erleben eben, wie die beiden, die ja den Toten im Grunde untersuchen, die Autopsie vornehmen, Kopf heute leer, vornehmen, wie die sich eben unterhalten, was sie sich austauschen. Wir erfahren dann im Grunde auch, wie er gestorben ist. Und man fragt sich eben die ganze Zeit, warum kann er uns das im Grunde berichten? Und es ist unglaublich beängstigend, beklemmend und es ist eine ganz komische Vorstellung. Also man hält zwischendrin den Atem an und man denkt sich immer, oh, das muss echt ein komisches Gefühl sein, wenn man seine eigene Autopsie mitbekommt und man hofft dann eigentlich nur, dass wenn man selbst tot ist, dass es nicht so ist. Beziehungsweise möchte man dann vielleicht auf eine Autopsie auch verzichten. Also es gibt natürlich dann eine Wendung, wo auch einiges aufgeklärt wird, mit dem ich nie gerechnet hätte, dass es das die Aufklärung und das große Fragezeichen im Grunde löst. Aber die 77 Seiten knapp, das war so Stephen King-mäßig, das war einfach nur erschreckend. Es war auch teilweise schrecklich, einfach sich vorzustellen, man liegt da, man kann sich nicht bewegen, man kann nichts sagen, man kann noch nicht mal die Augen öffnen und ja. Man weiß, dass man ja tot ist, weil man liegt hier in einem Autopsieraum und man wird untersucht und es werden verschiedenste Körperteile untersucht, was ich dann nochmal total fand. So fühlt man sich ja das selbst vor Augen. Ich meine, eigentlich ist man ja tot, da kann es einem egal sein, aber ich fand es schrecklich. Ich fand es total gruselig, ich fand es unglaublich und ich fand es echt unglaublich beklemmend. Also ich hatte wirklich so... Ja, der Raum war definitiv zu klein. Also das ist echt, für eine Kurzgeschichte hat er das unglaublich gut gemacht. Er hat einen wirklich mitgenommen, er hat einen begeistert. Und das ist ja schon die zweite Kurzgeschichte aus dieser Reihe, die ich gelesen habe. Und ich fand ja auch schon die erste, die war, glaube ich, Omi schon. Oder die dritte, der böse Junge, böser kleiner Junge, war, glaube ich, letztes Jahr. Ach, schrecklich, 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 schrecklich. Also... Oh, da braucht man wirklich starke Nerven und war gut. Also fand ich wirklich gut. Mir sind sie halt einfach zu kurz. Das ist immer so mein großer Kritikpunkt. Ich brauche, um mich richtig fallen zu lassen, einfach ein paar mehr Seiten. Und ja, dementsprechend, es ist aber für die Seiten, die es hat, schafft es King, auch hier wirklich einen mitzunehmen, mitzubegeistern und einen zu fesseln und einen auch zu gruseln. Also... Ja, das hat er echt sehr, sehr gut gemacht. Also kann man echt nicht meckern. Bester Cynthia Dinner, der erste Sonnenstrahl, ist ja als Self-Publisher sozusagen erschienen. Und zwar Anfang Juni, hat 249 Seiten und kostet noch bis Mitte Juli als E-Book 99 Cent. Also greift auf jeden Fall zu. Wer Jugendfantasy mag, ja, der wird da auf jeden Fall richtig sein. Das Taschenbuch, glaube ich, 14,99 und dieses wunderschöne Hardcover tatsächlich noch einen Touch mehr. Das ist halt bei den Self-Publishern immer teuer, weil die Bücher ja im Grunde Einzeldrucke sind, wenn man so möchte. Und ja, ein wunderschönes Cover, das möchte ich direkt vorwegnehmen. Ist wirklich super schön gemacht von einer guten Freundin von meiner Schwester. Hat mir unglaublich gut gefallen, wie sie es ausgewählt haben. Und ja, finde ich, passt
wirklich sehr gut und erzählt tatsächlich einen Teil von der Geschichte. Ja, um was geht es denn in diesem Buch eigentlich? Ja, es geht um Ari, die eigentlich, und das habe ich mir aufgeschrieben, Alrakis Melody Black heißt. Das ist wirklich ein wunderschöner Name. Sie wird aber abgekürzt mit Ari, ist ein 16-jähriges Mädchen, das am Tage ihrer Abschlussschule sozusagen ihre Feenflügel erhält und da dann im Grunde auch recht zeitnah erfährt, dass sie die Wiedergeburt der Wächterin der Sonne ist. Und ja, sie erfährt das von der Vorgängerin von Gabrielle. Und es gibt eben auch einen Grund, warum ja im Grunde die Wächterin der Sonne wiedergeboren werden musste. Denn der böse Magier, Zauberer Damien Black, ich hoffe, man spricht ihn so aus, oder Damien Black, ist im Grunde ja geflohen, konnte den Bann der vorherigen Wächterin der Sonne und des Mondes ja sozusagen entkommen und will die Welt jetzt ins Dunkle treiben. Und Ari geht dann eben auf die Suche nach der Wächterin des Mondes, nach Isabel, und nimmt da ihre Freunde ja direkt einfach mal mit und trifft da auf viele wunderbare magische Wesen, wie zum Beispiel, ich habe mir da auch ein paar Notizen gemacht, was wir da alles treffen, wo habe ich hingeschrieben. Wir treffen auf Elfen, Vampire, Zauberer, Meerjungfrauen, Drachen, Seelenfänger und natürlich auch dem großen Bösen. Und ja, auf dieser Reise lernen wir eben nicht nur diese magischen Wesen kennen, sondern eben auch unsere ja, Protagonisten besser kennen, ihre Gedanken, ihre Gefühle und wie sich dann eben auch Freundschaft, manchmal auch Liebe entwickeln kann. Und ja, wir müssen natürlich am Ende uns dem Bösen stellen und uns dem Bösen entgegenstellen. Und ja, das versucht eben Ari. Neben dem wirklich wunderschönen Cover, also ich kann es gar nicht oft genug sagen, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, fand ich auch die Charaktergestaltung sehr gelungen. Also ich mochte Ari sehr gerne, so als 16-Jährige steht sie aber schon irgendwie im Leben. Sie weiß, was sie will und es gibt kein heute so, morgen so, was ja in Jugendbüchern oftmals nicht der Fall ist. Da hat man ja sehr viele unentschlossene Protagonisten. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es einfach so ein bisschen getickt hat wie ich und es einfach so ein bisschen, wenn sie das gesagt hat, dann war das auch so. Da gab es kein großes Hin und Her und das fand ich sehr gelungen. Ich mochte auch die Nebencharaktere in den Büchern. Ich mochte Alex, das ist der große Bruder von Ari. Ich mochte, wie beide miteinander umgehen, die Dialoge zwischen beiden. Immer wenn Alex da war, ging für mich so die Sonne auf und fand den Charakter wirklich unglaublich sympathisch. So auch die beste Freundin Kim, die hinter Ari steht, die hinter den Entscheidungen steht, die trotzdem noch so eine Spur anders ist wie Ari und dass sich das einfach so wunderbar ergänzt hat. Und auch Drake, der zu anfangs der beste Freund von Ari ist, recht zeitnah, aber dann zum mehr oder weniger festen Freund wird und man so natürlich auch ein bisschen Liebe in der Geschichte hat, ein bisschen Romantik, ein bisschen Kitsch, nicht zu viel, gerade richtig, wie ich fand, und das einfach so realistisch war und echt war und das einfach so hervorgestochen ist, diese echten Charaktere in dieser doch sehr ja, fantasievollen und kreativen Welt. Denn das haben wir hier auf jeden Fall. Die vielen Wesen, die erschaffen wurden, die vielen Welten, durch die wir sozusagen gegangen sind. Also allein, wenn ich an diesen Drachenwald denke, auf dessen Namen ich gerade gar nicht komme. Firefly Forest? Ich weiß es nicht mehr, wie er heißt. Ah, ich wollte es mir merken, weil ich das eigentlich so cool fand. Feuerflügelwald war es dann zu Deutsch. Ja, auf jeden Fall fand ich das einfach ganz, ganz toll. Man spürt hier einfach, dass die Autorin im Grunde auch Urban Fantasy, Fantasy sehr gerne liest und sich auch Serien anschaut. Man spürt da so ein bisschen, ja, manchmal kommt einem schon was bekannt vor und dann ist es aber doch wieder ganz anders und man merkt eben einfach all das, was ihr vielleicht in anderen Geschichten dann nicht gefallen hat, wie die Entwicklung war, dass sie es anders, besser für sich selbst im Grunde machen wollte. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ich mochte einfach diese vielen Welten, die aufeinandertreffen. Ich fand es toll, dass diese Wesen und diese Gestalten und diese Geschöpfe in eine Geschichte gepackt wurden. Wenn das auch zwar ein Pluspunkt ist, aber gleichzeitig für mich auch der Minuspunkt war, denn mir persönlich waren es fast zu viele. Es waren zu viele Namen, es waren zu viele außergewöhnliche Namen und es waren wirklich zu viele Menschengeschöpfe, die teilweise in einem Geschichtenstrang erzählt wurden und da waren und eine Rolle gespielt haben, sodass ich teilweise wirklich überfordert war mit diesen vielen Charakteren. Das war wirklich zu viel, das hat einen verwirrt, man wusste nicht, wem muss ich mir merken, wer wird nochmal wichtig, und im Grunde waren dann doch so viele wichtig, wo man anfangs gar nicht dachte, dass es der Fall ist und man dann dachte, hä, wer war das nochmal, war das jetzt ein Vampir, war das eine Meerjungfrau, war es gerade der Drache?
Und so ging es mir leider tatsächlich öfter mal in der Geschichte. Man musste also tatsächlich dranbleiben, was aber bei diesem dialogreichen Buch tatsächlich nicht schwer war. Also man hatte wirklich viel Lebendigkeit, man hatte wunderbare Beschreibungen von Orten, von Menschen, von Geschöpfen, von Charakteren. Und man hat einfach alles so vor Augen gehabt. Und das hat einen wirklich in die Geschichte hineingezogen, mitgenommen und auch gebannt. Und es ließ dann eben wirklich das Weglesen. Ja, es fiel mir unglaublich leicht und es hat einfach Spaß gemacht, dabei zu sein bei dieser Reise und sich vorzustellen, welche Gedanken und Welten sozusagen die Autorin einfach im Kopf hatte. Und das fand ich sehr beeindruckend, wie viel Kreativität da einfach herausgekommen ist. Und es hat natürlich die ein oder andere Schwäche. Es ist auch ein Debütroman, da darf man eben einfach auch nicht so streng sein. Zumindest bin ich das nicht bei Erstbüchern. Und ich meine, ich kann da auch nicht ganz ganz ohne Vorurteil rangehen. Ich meine, man kennt sich ja, das ist ja die eigene Familie. Aber auch ganz objektiv betrachtet finde ich es wirklich einen sehr guten, gelungenen Auftakt sozusagen für eine weitere schriftstellerische Karriere. Und es hat Spaß gemacht. Also es hat einfach beim Lesen Spaß gemacht. Und ich fand wirklich, wie sie das aufgebaut hat, wie sie Spannung gesteigert hat, wie sie die Freundschaft der und auch dann natürlich mit ihrem Bruder die Familienverhältnisse so wunderbar eingebracht hat, wie viel Stärke sie aus Familie, Freunde gezogen hat, diese Protagonistin. Und das war einfach toll. Also, dass man eben einfach spürt, man kann gegen das Böse sozusagen ankommen. Und das hat Ari eben einfach versucht als die Wächterin der Sonne. Und dann haben wir auch noch die Wächterin des Mondes, was ich eine total coole Idee finde. Und es hat Spaß gemacht. Bis auf die vielen Namen und die vielen Charaktere. Das ist wirklich für mich, wo ich so dachte, ach, da hast du dir zu viel vorgenommen für ein Buch. Das war so mein Eindruck. Was halt auch schön war, war diese Kreativität in den Namen, was aber tatsächlich auch ein bisschen schwer gefallen ist, sich das alles wirklich zu merken. Und auch die Mischung aus kreativen Namen und normalen Namen und das alles so innerhalb einer gleichen Welt, fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich einfach dachte, man blickt es einfach nicht mehr. Also es wäre irgendwie leichter gewesen, wenn halt alle unmagischen Wesen sozusagen vielleicht normale Namen hatten und alle fantasyvollen Geschöpfe sozusagen einfach wieder ein bisschen kreativere gewesen wären, dass man so ein bisschen daran auseinanderhalten kann. Aber ja, das ist wirklich, also ich fand es wirklich gelungen und wer Urban Fantasy und Jugendbücher mag, wird hier auf jeden Fall auch seinen Spaß am Lesen haben und ich bin da einfach sehr gespannt, wie da andere Meinungen noch sein werden und wie gesagt, das E-Book aktuell für 99 Cent, das ist ja wirklich ein Schnäppchen und greift da einfach zu, wenn ihr denkt, dass das was für euch ist. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es da vielleicht auch mal gelesen habt, wenn ihr mich da wissen lasst, wie es euch gefallen hat. So, und nun zum vierten und abschließenden Buch, Gläserne Schwert von Victoria Afiat. Ein Brecher an Buch sozusagen, wunderschön gestaltet. Also ich bin da echt total begeistert. Ja, ist der zweite Teil der Die Farben des Blutes Reihe, ist der zweite Teil zur Roten Königin aus dem letzten Jahr. Ist ganz aktuell am 1. Juli im Carlsen Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet als Hardcover 21,99 und als E-Book 14,99, wo ich wirklich den E-Book-Preis okay finde. Hardcover, also über 20 Euro, finde ich tatsächlich schon ein bisschen viel. Also das auch für ein Jugendbuch, wenn man sich da vorstellt, jemand mit Taschengeld, das ist schon fast ein bisschen heavy. Hat aber allerdings auch 576 Seiten, was man dann natürlich jetzt wieder mit der Seitenzahl erklären könnte. Und um was geht es in der Reihe? Ich möchte natürlich nicht jetzt erzählen, um was es tatsächlich im zweiten Band geht, weil dann würde ich jeden spoilern mit dem ersten Band. Dementsprechend einfach sind wir mal so grob in dieser Welt. Wir sind hier in einer dystopischen Welt. Wir haben hier die Unterscheidung zwischen Rotblüter und Silberblüter. Die Rotblüter sind die normalen, teilweise sehr armen Menschen, die wirklich so ein bisschen nicht so gut im Leben weggekommen sind. Und wir haben die Silbernen, die adlig sind, reich sind und eben auch besondere Fähigkeiten durch ihr silbernes Blut haben. Besondere Fähigkeiten sind zum Beispiel, dass sie Feuer entzünden können, dass sie Gedanken lesen können, dass sie Gedanken einsingen können, also dass dann jemand etwas tut, was der Singer sozusagen ihnen einsingt, der mit Magneten umgehen kann, der unglaublich viel Kraft hat, der die Elemente bestimmen kann, der was mit Wasser anstellen kann. Unglaublich viele Möglichkeiten.
Und wir treffen auf Mare. Sie ist eine Tochter einer roten Familie, also ist Rotblüterin und hat es nicht sehr leicht mit ihrer Familie im Leben. Die drei großen Brüder sind bei der Armee an der Front, müssen da einen Krieg kämpfen, der scheinbar aussichtslos ist, und hat noch eine jüngere Schwester, die sehr begabt ist. Und ja, sie ist eher so die kleine Diebin, die ja im Grunde die Reichen etwas beklaut und für sich selbst eben einfach was zu haben und auch um ihre Familie so ein bisschen zu unterstützen. Die das Ganze nicht wirklich gut finden, aber was will man machen, wenn man arm ist, dann greift man natürlich nach jedem kleinen Finger sozusagen. Und ja, eines Tages möchte sie ja einen Silbernen bestehlen, der das aber leider merkt. Und der sich dann von ihr mal erzählen lässt, wie es den Roten denn so geht. Und sie ist da eigentlich ein bisschen überrascht, erzählt ihnen dann aber von dem Leid. Und ja, am nächsten Tag taucht auf einmal die Königsgarde beim Meer auf und nimmt sie mit an dem Hofe. Denn sie soll dort arbeiten, anstelle selbst in den Militärdienst zu gehen. Und dort trifft sie auf den netten Silbernen vom Vorabend und ja, als sie merkt, dass das der Kronprinz Cal ist, ist sie so ähnlich wie wir im Grunde sehr, sehr sprachlos. Und sie erfährt dann eben auch den Hintergrund, warum er sich da rumtreibt und warum er gerade sie jetzt an den Hofe geholt hat. Doch hat keiner hier so recht geahnt, dass aus der normalen Dienstmagd mal etwas Besonderes wird, denn Mare hat zwar rotes Blut, aber auch eine silberne Kraft, denn sie kann Blitze erzeugen und mit diesen eben auch ganz viel Schaden anrichten. Und so wird aus der roten Mare auf einmal eine silberne gemacht, die sie gar nicht ist, und sie muss diese Rolle einfach mitspielen, weil man ihr sonst eben einfach droht, ihre Familie zu töten und ihre Brüder an der Front eben auch ja, das Leben sehr, sehr schwer zu machen. Und sie wird auch direkt verlobt mit Maven, den jüngeren Bruder von Carl, und erfährt dann eben auch noch im ersten Teil, dass es eben die Scharlachrote Garde gibt, eine Revolutionsgemeinschaft, die eben die Trennung von Rot und Silber aufheben möchte und dass eben die Roten nicht von Silbernen regiert werden sollten. Und ja, sie liebäugelt ein wenig mit dieser Revolution, weil sie sich eben selbst wie in einem Käfig vorkommt, was ja kein Wunder ist. Und ja, so gibt es sehr viele Irrungen und Wirrungen und eine Protagonistin mehr, die zwischen den Stühlen steht, sich zu Carl hingezogen fühlt, aber auch mit Maven ja, im Grunde schon auf einer Wellenlänge ist und es dann alles ganz anders kommt, als wir es uns anfangs denken. Der erste Band hat mich vor einem Jahr fasziniert. Er hat mich gebannt, er hat mich gefesselt, er hat mich mitgerissen und hatte den gleichen Kritikpunkt, wie jetzt auch der zweite Teil hat, nämlich die Protagonistin, Mare. Ich kann auch im zweiten Teil nicht sehr viel mit ihr anfangen, was einfach daran liegt, dass sie für mich wie eine noch schlimmere und billige Kopie von Katniss Everdeen aus Tribute von Panem ist. All ihr Denken und wie sie tut, könnte man tatsächlich auch in Katniss Everdeen erkennen, wobei der große Unterschied zwischen beiden ist, dass Katniss meiner Meinung nach immer sehr, ja, sehr selbstlos war. Also sie hatte immer an alle anderen gedacht und nicht an sich, was ich immer total unrealistisch fand, weil ich dachte, Mädel, jetzt denk doch mal für dich und du musst hier da gewinnen. Du bist in den Hungerspielen, jetzt mach mal was draus. Und Mare ist genau anders, sie ist nämlich unglaublich selbstsüchtig und es geht nur um sie. Und das stört mich eigentlich noch mehr wie das von Katniss, denn sie denkt nur an sich. Sie vergisst teilweise, dass sie Familie hat. Boah, ist das ein Brocken, ist der schwer? Mal andere Seite. Sie vergisst teilweise, dass sie Familie hat. Sie vergisst eigentlich alles, dass sie irgendwo Freunde hat. Sie streitet sich mit denen. Sie tut alle, die irgendwas für sie gut meinen, die behandelt sie wie die Letzten. Und sie geht da drin auch über Leichen. Und das einfach nur, weil sie Rache will, weil sie irgendwas anders will, weil sie es für sich scheinbar besser will. Und das hat mich auch im zweiten Band unglaublich gestört. Ich kann mir nicht helfen. Es gibt in der Geschichte sehr viele Parallelen zur Tribute von Panem. Und es gibt sogar Szenen, die teilweise wirklich klingen wie aus Panem. Also es gibt eine Szene, da gab es Bomben und es liegen viele Leichen umher und die haben im Staub aufgewirbelt. Und in Panem, ich glaube im dritten Teil, gibt es eine ähnliche Szene. Und da gibt es haargenau fast den gleichen Gedankengang, nämlich, dass man hier scheinbar keine Luft atmet, sondern eben Menschen, Leichen oder was auch immer, Wesen eben einatmet. Und ich habe diese Stelle im Buch gelesen und dachte mir, hä, das klingt ja genauso wie eben bei Panem. Und das gab viele von diesen Momenten, wo ich so dachte, das ist echt schwierig. Also wenn dann so eine Geschichte, also es so ähnlich ist und dann kommt manchmal noch so ein Hauch die Bestimmung rein,
Und da ahne ich dann schon, wie das die Trilogie enden könnte. Ja, also wer die Bestimmung kennt, könnte jetzt ahnen, wie ich so darüber denke. Und ja, das ist, es ist von der Idee her, finde ich, die Farben des Blutes genial. Ich mag diese Idee mit dem Blut, mit den Fähigkeiten. Und ich mochte, um jetzt mal auf die guten Dinge des zweiten Buches zu gehen, weil es ist ein wirklich ganz, ganz tolles Buch. Es klang jetzt, glaube ich, bis gerade nicht so, aber es war tatsächlich toll. Es war spannend und unterhaltend und es war fesselnd. Und ich mochte im zweiten Teil, dass die Fähigkeiten der Silbernen so uns mal näher erklärt wurden, wie das kommt, was es für Möglichkeiten gibt. Und es gibt ja dann eben diese Mischung, wie eben auch Mar ist, diese roten mit silbernen Fähigkeiten, was die alles können, was die besser können als die silbernen, wieso sie anders sind, wo das hinführt. Und wir sind dann eben auch auf die Suche nach diesen speziellen rot-silbernen Kombinationen und wir treffen die. Und das ist unglaublich spannend und es ist macht unglaublich viel Spaß, immer wieder neue Fähigkeiten kennenzulernen, die so ja erzählt zu bekommen. Und man kann die sich so wunderbar bildhaft vorstellen, denn eine wunderbar bildhafte Sprache hat Victoria Elfyard. Sie schafft es wirklich, dass man Kopfkino hat, dass man im Grunde Szenen vor sich sieht, wie in einem Film, und es macht unglaublichen Spaß, diese Geschichte zu lesen, weil sie spannend ist, packend ist, einen mitnimmt, einen wirklich über die ganze Geschichte führt und auch der erste Band im Grunde nahtlos der zweite ranfolgt und man da wirklich einfach drin ist, man ist dabei, man erinnert sich, man weiß, was da im Grunde in den Charakteren vorgeht, dass sie so handeln, wie sie handeln, bis auf bei mir. Das muss ich immer hervorheben, weil bei der ist es nicht so ganz nachvollziehbar. Und das macht einfach unglaublichen Spaß und ich mag Dystopien und ich mag auch diese dystopische Idee und ich mag es auch, wie sie umgesetzt ist. Und mir macht es echt, also hat dann auch wirklich, mich hat es wieder gepackt, gefesselt und ich musste dann einfach auch immer wieder weiterlesen. Und gerade dann auch gestern im Auto, ich war so froh, dass ich es dabei hatte, dass ich es zu Ende lesen konnte, weil man da einfach nochmal eintaucht und wieder in dieser Welt ist und es einfach Spaß macht. Und auch wirklich der Stil, es ist wunderbar dystopisch, es ist eben so diese Stimmung, die da aufkommt, die ist düster, die ist hart, die ist, ja, todbringend, wenn man so möchte, und wie knallhart dann eben auch da drin gehandelt wird, dass da auch keiner verschont bleibt, dass man immer das Gefühl hat, irgendwas passiert jetzt, und gerade das Ende hat mich unglaublich überrascht vom zweiten Teil, was natürlich auch mit einem Cliffhanger endet, wie es ja auch der erste getan hat, was ich unglaublich blöd finde, aber ja, wir müssen jetzt natürlich den dritten lesen. Und aber die Wege dorthin waren einfach unvorhersehbar. Es gab so viele Wendungen und Gedankengänge, die mich überrascht haben. Und wäre bloß mehr nicht, dann wäre das für mich wirklich die perfekte Dystopie neben Panem. Aber mich erinnert da einfach so viel dran. Und es wirkt eben einfach wie eine schlechte Kopie von Katniss Everdeen. Und mich würde ja interessieren, ob das euch auch so geht. Also wenn ihr beide Geschichten kennt, lasst mich gerne mal wissen, ob ihr das auch so empfindet oder ob ich da tatsächlich die Einzige bin, die das irgendwie so sieht. Weil für mich ist das tatsächlich sehr viel, ja, sehr viel Panem. Obwohl ich jetzt Panem schon ewig nicht mehr gelesen habe. Aber gerade mehr eben nicht so einen packen kann, wie es Katniss Everdeen gemacht hat. Der Funke zu mehr fehlt mir noch so ein bisschen. Aber es ist ein toller, toller, toller zweiter Band und die ganze Geschichte ist absolut lohnenswert und macht Spaß und begeistert mich bis auf mehr. Und das muss ich einfach betonen, weil ich mit dieser Protagonistin wirklich nicht so viel kann. Und ja, aber ach, das ist aber schön. Na, das ist echt schön. So, jetzt regen wir uns ab. Über mehr. Ja, kann ich ja wirklich nur Kopfschütteln und Augen drehen. Und jetzt machen wir noch einen kurzen Cut, bevor das sonstige Geplauder startet. So, und noch ein bisschen sonstiges Geplauder. Ich habe in der Woche in der Herzstück gelesen, die das Motto trägt, wecke deine Energie. Und auch hier, ich kann die im Grunde auch immer nur empfehlen, ähnlich wie die Flow und die Happiness. Ich lese unglaublich gerne darin. Und ich fand wirklich die Ansätze, wie hier ums Energietanken und ums Energiefreisetzen geht, fand ich unglaublich gelungen. Also es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sie ist jetzt auch, glaube ich, relativ neu. Das ist die Juli-August-Ausgabe. Ich weiß jetzt gar nicht, wann sie kam. Ich glaube, vor ein oder zwei Wochen. Und ich fand die toll. Also folgt mir da gerne auch auf Instagram. Das seht ihr immer, wenn ich mir die besorge, wann ich darin schmökere. Ihr findet die, den Link zu Instagram natürlich auch in der Infobox. Und es waren Energiepostkarten dabei. Und ja, die habe ich dann auch mal an liebe Menschen geschickt. Weil ich einfach dachte, ich möchte da einfach Energie ein bisschen weitergeben und verteilen und ja, hoffe, dass die Sommergrüße und Energiegrüße sozusagen dann auch angekommen sind.
das erfahre ich bestimmt so nach und nach. Und dann habe ich diese Woche auch mit einem Hörbuch angefangen, und zwar Der Name des Windes von Patrick Rothfuss aus dem Hörverlag. Und ja, ich kann mit der Stimme nicht viel anfangen. Also, die Hörprobe hat sich nicht schlecht angehört. Von Stefan Kaminski, er liest nur unglaublich langsam. Und das ist hier leider nicht wie bei Audible, wo man sich die Geschwindigkeit so einstellen kann, wie man sie braucht, sondern man muss sich so anhören, wie sie ist. Und es ist, man ist ständig abgelenkt, habe ich das Gefühl. Also man, wenn der mal Duft holt oder ein Kapitel zu Ende ist, bis es dann mal weitergeht, dauert es unglaublich lange. Und ja, ich glaube, dass mir dazu jetzt einfach ja, das E-Book auch greifen werde und es dann nicht nur höre, sondern eben auch lesen werde. Ich wollte ja eigentlich das als Hörbuch hören, weil ich dachte, Mensch, so 800 Seiten als E-Book, gerade jetzt im Sommer, macht es vielleicht Spaß, wenn du es als Hörbuch einfach hören kannst. Und mir ist das eben auch vom Verlag zur Verfügung gestellt worden. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich jetzt erst nochmal zum E-Book greife, lesen werde, ob mir die lesende Geschichte dann einfach besser gefällt, zusagt, spannender ist. Also ich habe hier ja, ich glaube, knapp so 10% bis jetzt gehört. Also es werden so rund 80 Seiten sein. Und irgendwie hat es mich noch nicht in den Bann gezogen. Und jetzt werde ich eben einfach nochmal lesen und gucken, ob es mich irgendwie mehr anspricht. Also, ja, leider. In der Woche, ja, es ja, Fußball-EM ist ja heute mit dem Finale dann sozusagen beendet. War ja mein Serienersatz sozusagen im Juni und ja, auch ein paar Spiele im Juli. Und ich fand es sehr, sehr schade, dass unsere deutschen Jungs am Donnerstag ausgeschieden sind gegen Frankreich. Hat mich aber gar nicht verwundert, weil bei einem italienischen Schiedsrichter, was haben wir uns da eigentlich erwartet? Und ich fand das auch persönlich von der FIFA irgendwie nicht erklärbar, warum ich einen Schiedsrichter pfeifen lasse, wo eine der ja, Mannschaften in diesem Spiel ja im Grunde die eigene Mannschaft rausgeschmissen hat. Also diese Logik soll mir bitte mal jemand erklären, weil ich glaube, da steckt gar keine dahinter. Und ja, es sind ja, ich fand auch Deutschland, ich fand grundsätzlich eigentlich wenig Spiele wirklich spannend. Ich fand wenig Mannschaften wirklich herausragend gut. Jetzt steht halt Frankreich gegen Portugal im Finale. Und da ich ein großer Cristiano Ronaldo-Fan bin, würde ich es Portugal natürlich wünschen und auch gönnen. Mich würde es jetzt aber auch nicht stören, wenn Frankreich gewinnt, weil eine EM im eigenen Land zu gewinnen ist bestimmt nicht schlecht. Und dann könnte man ja als Deutscher, wie so mancher immer gerne sagt, auch nur sagen, oh, wir haben gegen den Europameister verloren. Ja, eine blöde Logik, ich verstehe sie nicht, aber man hört das ja irgendwie an jeder Ecke. Und ich weiß, dass viele Cristiano Ronaldo nicht so mögen und ich muss auch ehrlich sagen, gerade die Sprecher bei dieser EM sind mir tierisch auf den Keks gegangen, wie die manchmal über Fußballer gesprochen haben. Das war teilweise wie auf einem Viehmarkt, hatte ich den Eindruck. Da kam der Bulle von Wales und da kam, keine Ahnung, oder der Gockel von Portugal. Und das sind so Dinge, wo ich gedacht habe, haben wir es jetzt? Hä? Und ich muss ehrlich sagen, ich finde nicht, dass man so über andere Menschen einfach sprechen sollte. Und ich frage mich, wo da unsere Toleranz ist und wo. Also all das, was ja ständig gepredigt wird, hat scheinbar im Fußball keinerlei Bedeutung und das hat mich echt gestört. Ich kann es gar nicht irgendwie ausdrücken. Ich finde das unmöglich. Und selbst wenn ein Cristiano Ronaldo irgendwie eitel ist, was ihm ja aber auch zusteht, und er ist ein Könner in seinem Fach und nicht umsonst, glaube ich, der bestbezahlteste Fußballer, also der Mann kann was. Und wenn das auch in der Nationalmannschaft irgendwie nicht zustande bringt, so ist er doch in Real Madrid und das sehe ich so manches Spiel wirklich herausragend gut. Und er ist auch einfach Mensch geblieben. Und man kann ihn da als eitlen Gockel hinstellen, wenn man das möchte. Aber wenn man mal beobachtet, wie er mit Fans umgeht und auch bei dem einen Spiel ist ja ein Fan mitten nach dem Spiel aufs Feld gekommen, die Securities hinterhergehachtet und er wollte einfach ein Selfie und wie viel Geduld ein Cristiano Ronaldo da hatte. Oder auch beim letzten Spiel, als da diese Kinder, die diese Shows sozusagen vorher machen, zu ihm hingerannt sind und glaube auch ein Foto wollten und wie geduldig er da ist und wie er die Security wegscheucht und wo ich dann so denke, ja, wer macht das denn sonst? Kann man das bei jemand anderen beobachten? Also ich muss sagen, da sehe ich manchen deutschen Spieler ein bisschen kritischer, ob der wirklich so fannah wäre und ja, ich glaube einfach, dass das nicht viele gemacht hätten und er nimmt sich da Zeit, also auch egal, wenn man da Testspiele von Real Madrid zum Beispiel sieht, also wo auch die Zuschauer dabei sein dürfen, also dieses Testtraining, wie geduldig er da ist, wie er da Autogramme gibt und ich
ja, man will halt immer nur sehen, was man sehen will. Und das ist einfach was, wo ich sage, da interessiert dann diese Leute auch teilweise nicht die andere Seite. Und es ist auch egal, ob er sich da die Haare gelt oder ob er seinen Body trainiert und das einfach schön anzusehen ist, finde ich zumindest. Der kann gerne sein Trikot ausziehen. Da gibt es Spieler, wo ich mir denke, lass es lieber an. Aber das sagt auch komischerweise nie einer was, ne? Und ich glaube, dass es einfach wie bei diesem wunderbaren Sprichwort ist, Neid muss man sich verdienen, Mitleid bekommt man umsonst. Und so ist es hier auch. Und gerade die Sprecher, die dann rummeckern, egal bei welchem Spieler, ja, der Ball hätte aber ins Tor gemüsst. Wo ich mir denke, mach's doch einfach besser. Also ich weiß nicht, ich finde das... Und manchmal denke ich mir, es ist auch nur Fußball. Also es ist da noch keine Kriegsentscheidung und ich habe es, glaube ich, schon mal in einer anderen Bücherwoche gesagt. Für mich hatte diese EM wirklich das Gefühl von Hungerspielen. Man hat ja nichts anderes als die EM gehört und über alle politischen Themen ist nicht mehr berichtet worden. Und das ist so ein bisschen Brot und Spiele, wie es auch schon unter Cäsar war. Und genau das Gefühl hatte ich dieses Jahr auch. Und ich hoffe jetzt, dass wir uns wieder den wichtigen Dingen dann ab morgen des Lebens widmen und endlich mal wieder Ordnung in unser Land, in unser Kontinent bringen. Bei der Brexit, ja, ich weiß nicht, irgendwie hat man da auch nicht viel gehört. Oder vielleicht schaue ich einfach nur zu wenig Fernsehen. Das kann durchaus auch sein. Ich kann mir nicht helfen. Ich sehe das alles sehr... Also ich... Ja, die Berichterstattung war da jetzt nicht wirklich prickelnd. Und ich muss auch wirklich sagen, diese ganzen Kommentatoren, die gehören alle für mich irgendwie mal in Rente geschickt. Das hat mich echt dieses Jahr sehr aufgeregt. Und mich bringt sowas eigentlich nicht zum Aufregen. Aber wie da über Fußballer gesprochen wurde, dachte ich echt, hey, jetzt reiß dich mal am Riemen. Also ja, klar ist denen ihr Job, den Ball ins Tor zu werfen. Aber wäre das so einfach, würden wir nicht alle Fußballer sein? Also... Na, also ja, es ist halt nicht immer nur Können, sondern gehört auch eine Funke Glück einfach dazu. Und das hat gerade auch unserer deutschen Mannschaft im letzten Spiel gefehlt. Und dementsprechend drücke ich heute Abend Portugal die Daumen und hoffe da einfach, dass sich Ronaldo freut und dann am Ende vielleicht sein Trikot auszieht. Ja, da bin ich dann eben typisch Frau. Ich freue mich über leicht bekleidete Männeroberkörper sozusagen. Und ja, was gab's noch neben Fußball, Cristiano Ronaldo? Ja, also wir waren ja gestern in Köln und ich denke, ich blende euch da auch einfach mal 2-3 Bilder ein. Und ja, wir haben meine kranke Schwester besucht, die hat sich den Fuß gebrochen und da wollten wir einfach einen Krankenbesuch machen und haben auch ein paar Einkäufe vorbeigebracht. Und ja, waren da erst ein Stückchen bei ihr dort. Also wir haben ja auch 5 Stunden Fahrt, waren dann ein Stückchen bei ihr. Und ich habe gesagt, wenn ich dann in Köln bin, ich möchte auch den Kölner Dom sehen. Ich war noch nie in Köln. Ich war einmal als Kind am Dom, aber kann mich da nicht dran erinnern. Und ja, mein Papa hat sich dann sozusagen auch bereit erklärt, mit mir die über 500 Stufen zu besteigen. Und wir haben das auch gemacht. Und es war unglaublich anstrengend. Also über 500 Stufen, das sind knapp 100 Meter, wo man dann auf einer Aussichtsplattform steht. Es ist... Ja, und es geht nur in Wendeltreppe nach oben und es kommt einem auch der Gegenverkehr entgegen. Es ist unglaublich eng, es ist unglaublich stickig und ich war fix und fertig da oben gestanden. Also ich hatte wirklich einen Puls, ich habe wirklich mein Herz gedacht, oh, es springt gleich raus. Und klar ist man nicht die Schlankste und nicht die Sportlichste und ich dachte schon, naja, okay, musst ja da auch ein gewisses Gewicht hochtragen. Aber es gab auch Schlanke und Jüngere wie mich, die auch geschnauft haben, geschwitzt haben und auch unterwegs, als wir wieder den Runtergang gewagt haben, da dachte ich, ist es noch weit? Aber der ganze Aufwand, diese Anstrengung hat sich gelohnt. Das ist wie sprichwörtlich mit dem Licht am Tunnel. Es war unglaublich schön oben, ganz Köln über... Blick zu haben und wir hatten auch Glück mit dem Wetter und es war zwar schon bewölkt, aber danach ist dann die Sonne auch rausgekommen. Es war wunderschön. Also es hat unglaublichen Spaß gemacht oben auf der Plattform. Wir haben die Glocken im Dom gesehen. Wir haben uns auch vorher unten den eigentlichen Dom von innen angesehen und auch wenn ich jetzt ja nicht der christliche Mensch bin, sondern ja im Grunde ja der buddhistischen Lebensphilosophie sehr nahe stehe, spürt man, finde ich, auch gerade im Dom wirklich eine ganz besondere Atmosphäre. Durch das Licht, durch die Luft, durch dieses Opulente, was da ist. Ich finde das unglaublich ansprechend und ich kann verstehen, dass da eben manche Menschen dabei was empfinden, dass sie sich da Kraft holen können, dass das so eine Kraftquelle ist und dass man da einfach
auch verweilen möchte. Also ich kann das gut nachvollziehen, weil das Gefühl hatte ich auch und ich bin, wie gesagt, jetzt dieser Religion nicht sehr nahe. Und dennoch spürt man dieses Magische, ist das falsche Wort, aber ja, diese Atmosphäre, die einen einfängt, fand ich wirklich sehr, sehr schön. Hat mir echt gut gefallen, hat echt Spaß gemacht. Und ja, dann waren es natürlich nochmal die 500 Stufen runterzusteigen. Oh, da ist man, also es hat sich dann nur noch gedreht. Auch heute Nacht im Bett, ich habe nur Wendeltreppen gestiegen. Das ist echt schon heftig. Also, aber ich glaube, wenn man das täglich macht, dann ist man nach 4 Wochen auch wirklich fit. Also da, ja. Und dann war ich eben auch ein bisschen shoppen. Ich war im Rituals, ich war im Primark und ich war im Lush. Ich war auch im Kiko, aber da war es so siffig irgendwie. Also ich weiß auch nicht, warum alle Menschen, wenn es Sale ist, dann austicken müssen. Also die Kunden. Gerade im Primark bin ich dann wirklich an meine Grenzen gestoßen. Es waren unglaublich viele Menschen. Ja, Samstagnachmittag, mir ist klar. Aber wie die sich benehmen. Also da liegt Wäsche am Boden, die liegt einfach nur dort. Es wird einfach gewühlt, die Schuhe liegen kreuz die quer. Man findet zum Rechten nicht mehr den Linken. Und ich frage mich, warum? Klar kann man jetzt sagen, ja, ist ja alles billig, da muss ich irgendwie, keine Ahnung. Aber muss ich mich wirklich so benehmen, weil es billig ist? Also man entwertet ja seine eigenen Dinge, indem man sie einfach so behandelt. Und will man sie denn dann noch? Also ich fand es unmöglich. Ich habe dann auch wirklich keine Klamotten angeschaut, keine Schuhe. Mir war das, ich fand es unmöglich. Ich weiß, es lag vielleicht auch teilweise tatsächlich an Köln. Denn auch in Frankfurt war ich schon nachmittags im Primark und habe kein so Chaos vorgefunden. Und auch in Berlin war der Primark total aufgeräumt. Klar, waren wir da eher früh. Aber ich fand es einfach schlimm in diesem Primark. Ich habe mich dann eher in der Home-Deko-Abteilung und bei den Accessoires rumgetrieben. Und habe da auch ein bisschen was gefunden. Nicht viel, aber ein bisschen was. Und dachte dann einfach, nee, also den nächsten Primark, der ist ja jetzt bei uns ein bisschen näher gezogen, Richtung Leipzig. Das sind ja so 1:10 bis 1:30 von uns entfernt, je nachdem wie der Verkehr ist. Und da macht man das lieber mal in Ruhe, wenn man Urlaub hat und nicht so selbst in Eile ist. Und beim Kiko ging es mir eben auch so. Das war auch total, also so viele Menschen und wie, die lassen die Lidschatten fallen, die Lippenstifte fallen. Es hat an dem Boden ausgesehen, alles zerbröckelt. Und ich dachte mir, auch die Leute, die da arbeiten, die kommen da gar nicht nach, das aufzuräumen. Ich frage mich, warum muss ich mich als Mensch so benehmen? Ich verstehe es einfach nicht. Und es war auch noch in einem anderen Geschäft so, ich habe jetzt aber den Namen vergessen, und zwar ist das so ein bisschen wie Teddy Kick, war in Nähe vom Primark, und da hat es auch ausgesehen wie sonst was. Und ich dachte, was soll denn das? Also das hat mich echt gestört, und das kenne ich auch von anderen Großstädten, also ich kenne jetzt Berlin und Frankfurt, kenne ich das eigentlich so nicht. Also da, klar, natürlich wenn Sale ist, sehen gerade Einzelhandel, sieht da immer nicht so toll aus bei Klamotten, aber so ein bisschen Ordnung, also das sollte sich jeder mal vornehmen. Also man muss ja bedenken, das muss nochmal jemand aufräumen. Ich weiß nicht, warum ich Klamotten am Boden werfen muss. Also auch wenn das T-Shirt nur 3 Euro kostet, hat es nichts am Boden verloren. Und aber gut, es war auf jeden Fall schön. Es war heimwärts, hat sich dann natürlich schon sehr gezogen. Man hat so einen ganzen Tag hinter sich und muss dann nochmal 5 Stunden fahren. Und wir waren dann schon froh, als wir zu Hause waren. Unsere Katzen waren froh, dass wir zu Hause waren. Und ich habe jetzt eben auch mal Köln gesehen. Und ja, so viel mehr Aufregendes gab es, glaube ich, in der Woche dann nicht. Ich hatte auch Spätschicht, habe dann dementsprechend auch nicht so viel abends gerade mehr irgendwie gemacht. Ich überlege gerade, ja, es geht voraussichtlich Dienstag ins Kino in ein ganzes halbes Jahr. Ich habe eine Freundin gefunden, die ähnlich heulig ist wie ich und die auch kein Problem hat, wenn neben ihr jemand noch schlimmer weint. Und die da sehr tolerant ist. Und ich denke auch mal, dass ja, glaube ich, schon die 3. Woche ist, dass da nicht mehr so viele im Kino sind. Dementsprechend wollen wir Dienstag einfach mal einen Start ins Kino machen. Weil er ja, sonst ist er ja weg. Vielleicht kommt da dann auch ein Video im Vergleich, Buch versus Film, da von mir. Mal gucken, ob ich da vor lauter Rührung irgendwas erzählen kann. Und dann ist ja auch Smaragdgrün angelaufen, der 3. Teil der Edelstein-Trilogie. Ich bin ja kein so großer Fan der Filme. Ich fand den ersten ja ganz gut, den 2. da dachte ich, Und ich bin sehr gespannt, wie der Abschluss sein soll. Ich habe schon gehört, dass der noch schlimmer sein soll als Teil 2, aber ich möchte ihn jetzt dennoch einfach gerne sehen. Und schauen wir mal. Aber der wird dann ein bisschen später folgen, weil jetzt eben erstmal ein ganzes halbes Jahr an erster Stelle steht. Dann gibt es noch einen Film mit Ewan McGregor. Verräter wie wir? Ah, ich weiß es gar nicht mehr, wie der jetzt hieß. Und den würde ich auch gerne noch sehen. Es ist eher so ein Polit-Thriller oder Thriller irgendwas. Ich weiß gar nicht so genau, aber es spielt Ewan McGregor eben mit und den mag ich sehr gerne als Schauspieler. Und mal gucken, ob ich da vielleicht dann auch demnächst mal ins Kino gehe.
So, das jetzt aber soweit von mir. Was gibt es diese Woche für Videos? Es wird auf jeden Fall am Dienstag der zweite Teil meiner Bücherwoche kommen. Es waren ja 17 Bücher im Juni. Ich habe die Videos ja aufgeteilt, den Büchermonat in zwei Teile. Dementsprechend den ersten habt ihr am Freitag gesehen, den zweiten Teil seht ihr am Dienstag. Und dann habe ich vor, ein Rip or Ship It Video zu machen. Das gab es schon mal auf meinem Kanal, aber es gibt jetzt die Game of Thrones Edition und da bin ich getaggt worden. Und ich denke, dass ich das jetzt dann auch noch demnächst abdrehe, vielleicht jetzt nicht gerade jetzt, aber dann die Woche. Und dass ihr dann eben auch da so ein kleines Tag-Video von mir haben werdet. Und ja, ich glaube, das war es jetzt auch soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Sonntag und viel Spaß beim Finale, wenn ihr es euch anschaut, könnt mir ja gerne mal schreiben, für wen ihr vielleicht heute Abend dann seid, wenn ihr die Daumen drückt oder ob es euch total egal ist, weil die Deutschen jetzt nicht mehr dabei sind. Wünsche euch dann auch einen tollen Start in die Woche und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.